Und deswegen hast du dich so früh für Videospiele interessiert? Nein. Weil du keinen Fernsehen hattest? Ja, auch nein. Ja, nein. Seitdem ich eigentlich geboren war, hatten wir... Nee, nicht seitdem ich geboren war, aber seitdem ich denken konnte, hatten wir ein Super Nintendo da stehen, also... Nicht meine Schuld! Ja, gut. Ein Spiel hatten wir irgendwie ein N64 und ich weiß, dass es bei fast allen Spielen so war, dass wir, wenn es eine N64-Version gab und wir die hatten, dass irgendwann hatten wir da auch eine Super Nintendo-Version von demselben Spiel oder von halt dem Vorgänger. Das war bei Mario Kart so, das war bei Lilith Wars, so Star Fox, Starwing, ja. Aha. Scheiß Rechtsproblem. Aber okay. Und bei irgendeinem Spiel noch, aber mir fällt gerade nicht ein, was. Ich glaube, das war Pilotwings. Würde ich jetzt einfach spontan sagen, aber das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe nur Pilotwings 64 gespielt. Ich mochte das als Kind nicht. Und jetzt? Es hat einen gewissen Charme und es hat relativ wenig Umfang eigentlich, wenn man das... Der Umfang besteht halt aus, versuch es einfach nochmal von vorn, und das war halt damals, gerade weil der N64 eine Konsole war, die nicht so viele Spiele hatte. Das ist mir jetzt aber auch wieder bei Mario Kart 64 aufgefallen, als ich jetzt Videos dazu gemacht hatte. Es ist halt wirklich so, ja, 16 Strecken. Ja, so viel ist es dann doch nicht. Es ist nicht viel, nee, aber früher hat man halt Stunden damit verbracht. Ja, während ich auch sagen muss, dass Mario Kart 64 halt irgendwie immer noch teilweise vielleicht eins der besten Mario Karts ist. Ich bin kein großer Double Dash-Fan, ich finde die Double Dash-Idee eigentlich ganz cool, aber ich mag das Fahrverhalten bei diesem Spiel überhaupt nicht. Und ich würde sogar vielleicht sagen, dass DS der beste Teil ist, aber da war halt der Online-Multiplayer neu und nicht gut. Beim DS-Teil war halt das Problem, dass irgendwann, ja, diese andere Fahrweise, die du antrainieren musstest, wenn du einigermaßen online mithalten wolltest. Das ja, Snaken das, halt. Ja, eben. Ich habe damals durch die Endsum davon erfahren, dass das überhaupt geht. Und naja, dann dachte ich mir auch so irgendwie, gut, dass ich es nie online gefahren habe. Ich habe es irgendwann mal im Multiplayer mehrmals ausprobiert, lokal. Hat nicht so viel Spaß gemacht, aber es war vom Singleplayer her der beste Teil und Mario Kart 7 ist da halt wahrscheinlich sogar der schlechteste. Was irgendwie ein netter Kontrast ist. Ja. Dafür finde ich, dass Mario Kart 7 an sich ein gutes Mario Kart ist. Zumindest gibt es da nicht nur einen Fahrer und. Nee, nicht nur zwei Fahrer und zwei Fahrzeuge, die man nutzen kann. Ne, Mario Kart Wii. Ja, wobei bei Mario Kart 7, da hat sich ja auch herauskristallisiert, dass Metal Mario der Beste eigentlich ist. Das ist halt das Problem damals. Mario Kart scheint irgendwie immer noch auf Splitscreen ausgelegt zu sein vom ganzen Balancing, aber jetzt, wo es halt den Fokus auf Online-Gaming legen muss, funktioniert das Spiel halt anders und dann müssen sie es halt anders machen. Ich meine, damals hättest du einfach sagen können, ja, auf dieser Strecke da, hier, da wo der Zug fährt, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, Kalibari Desert. Ja, genau. Dann du darfst nicht durch Abkürzung nehmen durch den Tunnel und dann, okay, mache ich nicht. Das würdest du ja sonst sehen, aber deswegen ist ja gut, dass sie es im 3DS-Teil in Mario Kart 7 einfach nicht drin haben. Ja, gut. Warum rede ich überhaupt noch? Aber dafür hatten sie dann auf anderen Strecken Glitches eingebaut. Oder da mal drin gelassen. Haben sie nicht größtenteils gefixt, die? Mittlerweile sind sie gefixt, ja. Aber am Anfang war es natürlich ziemlicher. Naja, Mario Kart Wii konnten sie nicht fixen. Da hatten sie andere Probleme mit. Richtig, ja. Ich bin jetzt gespannt, wie es bei Mario Kart 8 wird. Wie lange es dauert, bis sich da online herauskristallisieren wird, dass die ganzen Strecken eigentlich vermurkst sind. Leider auf Karten. Und wie viel sie dann im Nachhinein tatsächlich patchen werden. Also... Nintendo ist irgendwie immer noch das Unternehmen, bei dem du einfach nicht glaubst, dass sie sowas wie das Internet kennen. Das ist richtig. Das wirkt irgendwie so, als wenn... Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das eine Firma ist, die im Internet nachguckt, oh, was für Glitches haben die denn jetzt gefunden. Aber kann auch irgendwie daran liegen, dass ich immer noch Nintendo von den GameCube-Zeiten im Kopf habe, bei denen sie, glaube ich, ziemlich verzweifelt mit der Community waren. Die haben was anderes gemacht und die Leute haben sich beschwert, weil es anders war. Da haben sie plötzlich gemacht das, was sie wollten und plötzlich hieß es, ihr macht ja immer dasselbe. Und, oh Gott, Nintendo-Fans sind die Schlimmsten.
Ich weiß schon, warum sie irgendwie keine Ahnung haben, was sie machen wollen, weil, oder machen sollen. Die Leute wollen ja irgendwie nichts. Ja, man kann es den Leuten nicht recht machen. Aber ich glaube, das ist in der Zeit des Internets noch schlimmer geworden einfach. Ja, weil es jetzt natürlich noch einfacher ist, irgendwie seine Meinung kundzutun, ob die Meinung nun bedeutend ist oder nicht. Aber das Problem ist, in irgendeinem Interview habe ich dann gelesen, dass, ich glaube, Iwata selbst meinte, dass er diesen sogenannten Zelda-Zyklus da kennt, von wegen, die Leute hassen es und am Ende lieben sie es trotzdem und so. Und dass er deswegen davon ausgeht, dass die Leute in ein paar Jahren sagen, ja, Skyward Sword war doch ziemlich gut. Das kann durchaus passieren, ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Skyward Sword ist von den 3D-Teilen das unbeliebteste. Ich meine, okay, Wind Waker hat damals irgendwie niemand gemocht und plötzlich sagen alle, ja, das Remake, das habe ich, ich habe mir extra die Konsole geholt wegen dem HD-Remake. Ja, aber stützt das dann nicht eher die These, nach ein paar Jahren ist alles vergessen? Eben, aber irgendwie, ich glaube nicht, dass es bei Skyward Sword dasselbe sein wird. Gerade weil bestimmt in 10 Jahren oder so die Leute gerade wegen der Steuerung noch angepisster sind als ohnehin schon bezüglich des Spiels. Ich weiß nicht mal, wegen der Steuerung, nö, war ich nicht mal so angepisst. Ich machte dieses, naja, das Wolkensetting war halt sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Das war halt wieder alles sehr klein, da hat mir das Ozean war jetzt auch nicht so doll, offen gesagt, weil die ganzen Inseln waren ja auch ziemlich überschaubar. Offen gesagt, ja, weil es ja offen war. Aber das über den Wolken war ja eigentlich noch schlimmer. Ja, da war ja halt, weil du halt alles gesehen hast, was da war, deswegen wirkt es halt irgendwie weniger. Die Welt war halt ziemlich lose verbunden, du hattest ziemlich viel Backtracking, du hattest Boss-Wiederholung und das glaube ich auch nicht zu knapp. Und dafür, dass sie gesagt haben, ja, das wird diese ganze Geschichte vom Master Schwert enthüllen. Ja, ich erinnere mich kaum noch an die Geschichte, das ist schlimm. Es war ja irgendwie, das ist das erste Zelda überhaupt, das spielt vor allen anderen. Und warum hat er dann eine grüne Mütze? Gibt's Minish Cap jetzt nicht mehr? Alles sehr seltsam. Aber ich fand die Beziehung zwischen Link und Zelda ganz nett, weil da mal ein bisschen mehr angedeutet wurde. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt irgendwie sowas wie eine Beziehung halbwegs hatten. Oh, kann man auch so sagen, ja. Ja, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, in Ocarina of Time, da hatten die eine Beziehung, da war es so, hey! Schön! Ja, das war halt eine Beziehung. Achso, okay. Ja, das Problem ist, ja gut, die hatten ja auch nicht wirklich was von sich, ne? Ja. Kleiner grüner Link kommt da hin. Zelda sagt, geh, mach mal, such Steine und so. Link sucht Steine, Link kommt zum Schloss, Zelda haut ab, Link muss in die Zukunft reisen. 7 Jahre seines Lebens sind einfach mal weg. Er ist erwachsen, er muss wieder irgendwas sammeln. Da zwischendrin trifft er irgendwann die Prinzessin, dann wird sie entführt, dann muss er sie retten, dann hat er sie gerettet und dann wird er wieder 7 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Also, der Typ ist echt eine arme Sau. Es tut mir leid. Ja. Er hat ein scheiß Leben. Den letzten töten wir jetzt mal nicht, ich will noch ein paar Sachen einsammeln, aber ich glaube, hier liegt nicht mehr so viel abgesehen von Medipacks oder so. Na okay, töten wir das Viech. Da hinten sehe ich ein Armor-Päckchen. Ja, Double 1! Das brauchen wir! Da hinten ist eine Waffe, die wir nicht gebrauchen können, weil wir auf normal spielen. Richtig. Warum droppen die dann überhaupt noch? Meinst du, es ist noch irgendwas, oder? Monster Trucks. Paju. Wir haben es geschafft! Hurra! Leute, kommt alle aus euren Häusern! Wir haben es geschafft! Aus euren Häusern! Mhm. Unter den Trümmern hervor. Auf dieser Engine, die sollen sie leicht modifizieren und dann sollen sie ein Remake von Blast Corps machen. So, jetzt habe ich es gesagt. Das wäre witzig, ja. Ich will das Spiel wieder. Auch wenn es super schwer war, weil es halt irgendwie darauf angepasst war, dass der N64 hat noch nicht so viele Spiele. Es soll möglichst lang Spaß machen. Und deswegen war es halt möglichst lang. Ob es Spaß gemacht hat, das dann immer noch zu spielen, aber ja, darüber kann man wann anders reden. War ein schönes Spiel, habe ich auch in meiner Kindheit gerne gespielt, auch wenn... Die Abwechslung hat es irgendwie gemacht, beziehungsweise ich fand damals, glaube ich, am coolsten, dass man komische Roboter steuern konnte. Ja, auch wenn man die viel zu selten gesteuert hat und ich meine, man hat zwei, die machen genau dasselbe,
Und den einen davon steuerst du nicht, das habe ich nie verstanden. Beziehungsweise jetzt erst, wo ich irgendwie seit einem Jahr mehr über das Spiel nachdenke oder so, keine Ahnung. Der N64 hatte echt nicht so viele Top-Spiele, aber die, die es hatte, waren halt gut. Wave Race war gut. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Kennst du das Wave Race auf dem Game Boy? Ich kenn's nur von Bildern, in Zeitschriften, Artikeln drüber gelesen und so, aber... Ich hatte das damals und... Oh Gott, Typ, du musst nicht gegen die Laterne laufen. Gut, meine Arbeit für heute ist getan. Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so großartig viel Spaß gemacht hat, oder? War halt so Vogelperspektive-Rennen fahren und... Top-Down-Rennspiele, das sind nicht die besten auf der Welt. Umso erstaunlicher, dass sie dann tatsächlich so ein cooles 3D-Spiel eigentlich draus gemacht haben. Eben, mit welches sich eigentlich immer noch ziemlich gut spielen lässt, weil halt diese Wasserphysik halt immer noch vorhanden ist. Hm. Was ja, ich habe den Nachfolger damals gespielt und das war glaube ich sogar mein erstes Gamecube-Spiel, was ich gespielt habe im Kaufhaus oder so. Und ich weiß, dass ich damals dachte, das sieht zu gut aus, es macht irgendwie keinen Spaß mehr, das Wasser platscht dir die ganze Zeit in die Kamera, du siehst kaum was und irgendwie sah es zu gut aus. Ich habe es mir letztens nochmal gekauft. Naja, okay. So gut hast du doch auch nicht. Wie man sich halt täuschen kann, mein Gott. Ja, aber naja, es gibt so diese paar Spiele aus dieser Generation, die halt echt gut noch aussehen und paar, die halt echt nicht mehr schön aussehen. Und ich würde sagen, Star Fox Adventures ist eins davon. Diese Star Wars Spiele, die man damals auf dem Gamecube hatte, die sahen grafisch ziemlich gut aus. Rogue Squadron, ja. Ja. Die waren echt gut. Auch wenn sie spielerisch jetzt irgendwie nur okay waren, fand ich. Ich mochte beim zweiten Teil zumindest, dass man die komplette Singleplayer-Kampagne des ersten Teils im Koop spielen konnte. Ja, aber nicht allein! Super. Aber nicht allein! Das hat, was machen die überhaupt in ihrer Freizeit? Naja, die wollten halt, dass du immer noch einen Anreiz hast, den ersten Teil zu kaufen oder so. Ja, aber auf jeden Fall, das habe ich halt, das war halt tatsächlich gut. Den zweiten hatte ich nie, das hatte immer nur ein Freund. Und den ersten fand ich halt nicht so cool, weil... Weiß nicht, fand ich halt nicht so cool. Aber, und, beziehungsweise der erste war doch, ich glaube, das war der zweite, aber der erste war ja auf dem N64, ist ja auch egal. Letztens habe ich dann überhaupt erstmal überlegt, Conker's Bad Fur Day, auch war das war ein Xbox-Spiel, das war gar kein Xbox 360-Spiel. Richtig. Das hat mich halt gewundert, weil abgesehen von den Animationen und abgesehen, ja, ein bisschen die Umgebung, die ist jetzt nicht so hübsch, das Spiel sieht immer noch gut aus. Ja, insbesondere das Fell von Conker und so. Also ja. Das ist echt alles. Das Fell von Conker sah besser aus als das Fell in Call of Duty, oh! Und das, obwohl sie irgendwann mal ein Fur-Shader nachgepatcht haben. Ein Fur-Shader? Ja, damit das Fell besser aussieht und trotzdem sah es nicht so gut aus. Naja. Sich so die Zeit vertreiben kann. Ja. Wenn du Call of Duty machst, hast du sehr viel Zeit. Zu wenig, aber doch sehr viel. Ich meine, wenn du die Zeit hast, Snoop Dogg hier ins Studio zu holen, damit er ein paar Lines für Multiplayer aufnimmt. Ja, das haben die tatsächlich gemacht. Haben sie es dann wenigstens auf die Spieleverpackung geschrieben? Nein, das haben sie nämlich jetzt letztens erst gemacht, weil 20.04. vor 20 Hour blazed, weil das ist der... Ist egal. Okay. Sie dachten, sie sind lustig, wenn sie... ja, wenn sie versuchen, lustig zu sein. Okay. Hat anscheinend geklappt. Einige Leute haben gesagt, ja, die Leute, die das nicht gut finden, die sind doch nur neidisch, weil das ihre Spiele nicht haben. Ja, ich bin neidisch, dass... Snoop Dogg, der relevanteste Rapper heutzutage, in einem Videospiel vorkommt. Ich finde auch, dass Snoop Dogg viel öfter in Videospielen vorkommen sollte. Man konnte ihn damals als freischaltbaren Charakter in True Crime LA, Streets of LA, freischalten. Echt, war das okay? Soweit ich weiß, ging das da. Ich glaube, das war's. Kann auch sein, dass es in New York ging. Kann auch sein, dass ich mich gerade irgendwie täusche und das mit irgendeinem anderen Rapper, für den ich mich in meinem Leben nie interessiert habe. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall in irgendeinem Spiel ging das. Die Mission ist ganz lustig, weil jetzt haben wir eine Reihe an Ameisen und die können wir nach und nach abschießen. Yay. Das ist mal was anderes. In der Tat. Apropos komische Leute und komische Spiele, in denen sie irgendwie auftauchen oder so. Auf dem Super Nintendo gab es doch dieses eine Spiel über Shaquille O'Neal? War der das? Shaq Fu, ja.
Davon ja, genau, dieses komische Kampfspiel, ne? Davon machen sie jetzt einen Nachfolger. Nein. Doch, das wird so ein sieht nicht mal so scheiße aus von dem Konzept her. Das wird so ein 3D-Brawler. Okay. Ja, da geht's eigentlich nur darum, hey, erinnert ihr noch daran das Spiel? Das war schlecht, wir machen davon was, weil die Leute sich halt daran erinnern. Darum so. Geht's eigentlich nur. Wenn es anders heißen würde und nichts damit zu tun hätte, würde das wahrscheinlich auch keiner Kickstartern wollen. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist da jetzt einfach so ein Entwicklerteam auf die Idee gekommen oder ist es so eine Kickstarter-Geschichte? Naja, bei Kickstarter ist man sich da nie so sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass auf Kickstarter einige Projekte irgendwie, also die machen ein Projekt fertig oder so und dann lassen sie es nochmal Kickstarter, um extra Geld zu kriegen. Und das ist ja nicht nur extra Geld, sondern das ist auch extra Promo, wenn du es kickstarterst. Mhm. Und, ja. Auf eine gewisse Art und Weise wäre es nachvollziehbar, aber läuft halt dem... Finde ich nicht so schön. ...dem Gedanken irgendwie, naja, entgegen. So ein bisschen. Ich bin nicht so der größte Fan davon, also allgemein von Kickstarter und dem ganzen Käse da. Zumal, gerade wenn es um Videospiele geht, die meisten Videospiele, die gekickstartert wurden, waren nicht schön. Klar gab es immer mal wieder Ausnahmen, aber wenn ich jetzt so daran denke, da war ein Spiel, da habe ich mich damals drauf gefreut, das war eins der ersten, die gekickstartert wurden. Danach finden sie einen Publisher, das heißt, sie brauchten das Geld von Kickstarter eigentlich nicht, haben es trotzdem gekriegt. Und dann war es unspielbar und das ist bis heute so, weil die haben dann nach dem Release gesagt, ja, wir haben jetzt einen schlechten Metascore, dann ist das jetzt auch egal, dann lassen wir es so. Mhm. Takedown Red Saber, das war ein sehr schlechtes Spielchen. Hat nur 15 Euro gekostet und ich bin anscheinend der einzige Mensch auf der Welt, der sich auf das Spiel gefreut hat, aber hey. Wie das halt manchmal so ist. Generell fallen mir weniger, also vielleicht kenne ich mich mit Materie auch einfach zu wenig aus oder so, aber ich kenne jetzt zu wenige Spiele, die tatsächlich aus einem Kickstarter-Projekt entstanden sind und die man unbedingt kennen müsste oder so. Hier dieses Spiel von Double Fine Adventure da, was mir aber im Stil nicht gefällt. Das hat da irgendwie so einen 3D-Animationsstil in 20 FPS und ich krieg da irgendwie Kopfschmerzen von. Ist sicher Geschmackssache, aber von diesem Spiel, von den Zwischensequenzen, da habe ich Kopfschmerzen bekommen. Aber okay, ja, und das hat übrigens das ganze Kickstarter-Fiasko damals gestartet, weil dann wollte jeder halt auf Kickstarter das große Geld machen. Und es funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde. Weil ich meine, natürlich, die Idee hinter Kickstarter ist großartig. Aber es gibt einfach Leute, die hocken tatsächlich auf Kickstarter und backen da eine Sache nach den anderen, ohne nachzudenken. Und beschweren sie dann nicht mal irgendwie, wenn das ein Scam war oder so und da nicht das rauskam, was es eigentlich sein sollte. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht so ganz. Ja, die Leute lassen sich da in der Beziehung ziemlich leicht begeistern. Von Dingen, ja, die sie nicht so hundertprozentig... Habe ich sie getroffen? Nein, hast du nicht. Keine Sorge. Okay. Kickstarter Schnickschnack ist da ja so ein Beispiel. Schnickschnack! Schnicke die Schnickschnack. Ja, nee. Wie gesagt, ich glaube, gerade auch im Internet und mit PayPal und überhaupt und die ganzen Bezahlmöglichkeiten online und so weiter, da sitzt das Geld bei manchen Leuten dann ohnehin noch mal ein bisschen lockerer und dann denken die auch nicht so viel drüber nach. Was ja, echt eine süße Entwicklung ist. In dem Fall sind es halt nur Kreditkarten. Das hab mich letztens gewundert, weil ich wollte tatsächlich das erste Mal auf Kickstarter was backen, hab gesehen, oh, nur Kreditkarten, kein PayPal. Okay. Was sehr cool ist, weil in Deutschland haben hier so viele Leute Kreditkarten. Ja, wahrscheinlich sind die im amerikanischen Raum ein bisschen populärer und klar, aber weiter verbreitet. Ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie so eine rein amerikanische Website wäre. Ich erinnere mich jetzt wieder an diese Mission, wir müssen die Raumschiffe kaputt machen. Ja, das war die erste Mission mit den Raumschiffen und hier habe ich das erstmal auch gegrindet. Das Problem ist, irgendwann, egal wie viel ich aufgesammelt habe, irgendwann bin ich dann gestorben und dann war ich ziemlich angepisst, weil ich habe hier bewusst 30 Minuten drin verbracht. Mhm. Und das war nicht hübsch. Das war nicht so schön. Ja, die Mission hat mich, glaube ich, auch auf Hard das erste Mal ziemlich, also ein bisschen länger beschäftigt. Das ist ziemlich unschön, wenn so viele Ameisen einen plötzlich umkreisen und... Ja. Ich hätte die Schrotflinte mitnehmen sollen. Naja. Man lernt ja nie aus.
Na, stark. Oh Gott. Diese Ameisensäure ist ja auch fies, wenn die einen voll trifft auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Nee, was ich wieder vorhin bemerkt habe, Ameisenkönigin. In dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ja. Ist scheißegal, was du da machst. Du wirst getroffen. Richtig. Ja. Und wenn du dann Wingdiver bist, bist du halt direkt tot. Auch auf leicht. Ja. War nicht schön. Glaub ich. Da habe ich irgendwann meinen Controller erstmal weggelegt und gesagt, okay, in einer halben Stunde schreibst du mich eh an. Tja. Tja. Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Und freuen uns. Und ich bin fast tot. Gut. Ich hasse es, wenn Raketen irgendwie direkt vor meiner Nase explodieren. Ja. Hier liegt ein Medipack. Hinter dir. Medipack. Ja, hinter. Medipack. Pack. Gepickt. Gepackt. Okay. Das Beste, was man hier im Spiel machen kann, ist eigentlich mit einem Wing, der einfach so hochfliegen, wie es geht, auf das höchste Gebäude, vielleicht auf einen Gegner rauf, auf so ein Schiff oder so. Und dann mit einem Raketenwerfer runter und dann einfach gucken, wie man fliegt. Du bist erstmal den ganzen Abend beschäftigt. Das ist. Da fliegt dann ein Raptor ja auch noch 100 Meter hoch und. Ja. Oh. Mir wurde ja gesagt, dass man mit einem Wingdiver oder dergleichen ja auch in die Raumschiffe reinfliegen kann. Das geht. Also, du musst es halt so abpassen, ne? Dass sie die Klappe gerade zumachen und dann kannst du dich da reinstellen. Okay. Nett. Es funktioniert, die Sache ist nur, du kannst das Raumschiff von innen heraus nicht beschädigen oder so. Oh. Wenn die Luke zu ist, ist sie halt zu. Okay, dann. Ja, das war dann eine Balancing-Sache von wegen, die Hitbox verschwindet dann. Okay. Schade eigentlich, weil das wäre eine coole Technik gewesen. Auf der anderen Seite passiert hier da drin ja auch nichts, also. Richtig. Ja. Halt dunkel. Da haben die Ravagers irgendwie, ja, haben ihr Raumschiff halt so gebaut. Klappe zu, da war tot. Hui, hui, hui. Ja, ich muss den Platz bringen. Gut. Ich fand ihn fast gut. Ja, fast. Ja. Ich schreibe bestimmt. Hallo? Also falls du mich noch hören solltest, ich höre dich nicht mehr. Ja, also weißt du, was mir gerade auffällt? Hä? Ich nehme ja deine Audiospur gar nicht auf. Ich kann meine Aufnahme wegschmeißen. Du kannst auch meine haben. Deine Audioaufnahme, nimmst du deine Stimme separat auf oder was? Nimmst du deine Stimme separat auf? Ich nehme uns beide zusammen auf. Das bringt mir auch nicht viel. Du bringst es wahrscheinlich mit dem Ingame-Sound gleichzeitig auf, oder nicht? Nein, nicht? Ich habe okay. Nur unsere beiden Stimmen. Okay. Video und Ingame-Sound habe ich nochmal separat. Gut. Jo. Dann brauche ich irgendwas zum Synchronisieren. Jo. Drücke jetzt Pause. So. Nach 2 Stunden. Nach 2 Stunden kann ich synchronisieren. Das macht Freude. Ehrlich.